Reinhold Einwallner von der SPÖ eröffnet diese Debatte. Danke, Herr Präsident, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Ja, wir haben in den letzten Tagen wohl unzählige Male gehört, wie einzigartig diese Situation ist und wie einzigartig diese Krise unser Land verändert hat. Und zugegeben, es ist schon eine sehr herausfordernde Situation gewesen und eine Situation, in der man wahrscheinlich nicht alles richtig machen kann. Das ist uns schon bewusst. Und gleichzeitig gibt es eine Reihe von untersuchungswerten Fragen, Sachverhalten, die man sich schon genauer anschauen sollte. Und da gibt es einiges, was für einen Untersuchungsausschuss spricht. Und wir unterstützen dieses Verlangen auch nach einem oder den Antrag auf einen Untersuchungsausschuss. Die Haltung der ÖVP ist ja bei Untersuchungsausschüssen eine eindeutige. Die ÖVP scheut wie immer wie der Teufel das Weihwasser, wenn es um Kontrolle geht. Aber dass jetzt die, und man muss sagen, ehemalige Kontrollpartei, die Grünen, jetzt einen ähnlichen Weg gehen und sich auch verwehren, wenn es um Aufklärung geht, wenn es darum geht, sich genau anzuschauen, was da passiert ist in den letzten Wochen und Monaten, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und es ist bemerkenswert, dass Sie es schaffen, in den wenigen Monaten, wo Sie wieder im Parlament sind, das gleich zweimal unter Beweis zu stellen, dass Sie nicht mehr die Kontrollpartei in diesem Haus sind. Denn es ist Ihnen gelungen, dass Sie es unter Beweis gestellt haben, wie es darum gegangen ist, dass Sie versucht haben, den Untersuchungsausschuss zu Ibiza möglichst klein zu halten. Und jetzt, wenn es darum geht, aufzuklären, was in diesen letzten Wochen und Monaten passiert ist, verweigern Sie sich wieder. Und es gibt schon einige Fragen, die man sich stellen muss. Und heute ist es schon einmal genannt worden, dieser sehr umstrittene und dann schnell wieder außer Kraft getretene Ostererlass ist ein Thema, das wir uns gerne genauer anschauen würden, wie es zu so einem Erlass kommen konnte. Es ist interessant, wenn man weiß und wenn teilweise öffentlich geworden ist, was so in den Protokollen, in diesem Krisenstab vermittelt wurde. Welche Expertinnen und Experten hier beraten haben und teilweise wohl sehr fragwürdige Kommunikationsvorgangsweisen. Es ist auch eine Frage, wie man in Tirol gehandelt hat. In Tirol hat man sehr, sehr massiv gesehen, dass das Krisenmanagement alles andere als funktioniert hat. Über die Landesgrenzen hinaus haben wir da wieder Bekanntheit erlangt. Und dann muss man sich die Frage stellen, was gibt es da für Netzwerke, die dahinter stecken? Die Netzwerke dieser sehr oft diskutierten Adlerrunde in Tirol. Welche Rolle haben die in diesem Zusammenhang gespielt? Und all diese Fragen, meine Damen und Herren, werden zu klären und aufzuklären und so anzuschauen. Und meine Damen und Herren, jetzt ist auch ein Teil des Untersuchungsausschussantrages der FPÖ die Geschichte mit dem Herrn Hörl. Ich sage, das ist aber nicht die wichtigste, glaube ich. Da gibt es andere Verstrickungen, weil das Ungeschick des Herrn Hörl ist ja schon fast Tagespresse tauglich. Einmal will er einen Berggipfel in die Luft sprengen und dann schafft das mit sehr, sehr, wie soll ich sagen, bemerkenswerten WhatsApp-Nachrichten, dass er Österreich und weltweit fast in den Medien steht. Meine Damen und Herren, Kontrolle ist die zentrale Aufgabe dieses Hauses und eine der zentralen Aufgaben dieses Hauses. Und es wäre gut, wenn wir hier auch in diesem Fall Aufklärung schaffen. Wie es ausschaut, wird dieser Antrag heute keine Mehrheit finden. Ich kann Ihnen aber garantieren, dass wir in dieser Frage nicht nachgeben werden. Und früher oder später, glaube ich, ist es wichtig und notwendig, dass wir uns die entscheidenden Fragen dieser letzten Wochen und Monate genau anschauen. Dankeschön. Das war Reinhold Einwallner, der Sprecher für Innere Sicherheit der SPÖ.